Oder was können da auf dem Festival nicht überleben? Wasser. Ja, Wasser, das ist schlimm, nicht Wasser. Ja, Wasser auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ja. Euer Survival-Tipp vielleicht noch, was, wie überlebt man Szene ob mehr? Ich war, es ist das erste Mal, dass ich da war, das muss ich jetzt noch so finden. Ich glaube, viel Wasser trinken und Sonnenbrille und Hut ist, glaube ich, schon gut. Ja, ich will auch sagen, genug trinken, aber halt nicht nur Wasser, das ist schon wichtig. Wenn es jetzt ums Thema Festival geht, ja, gibt es ja immer das Thema, wie überlebt man jetzt die 3 Tage Festival? Was sind eure Survival-Tipps? Einfach trinken und nicht aufgeben. Pass auf, das Erste, was ich heute zu ihm gesagt habe, ich bin, war im Zelt, er war schon draußen, wir müssen ein Bier saufen. Das Erste, was ich geschrien habe, ich brauche ein Bier. Weil ich war voll verkatert, mir ist nicht gut gegangen. Und dann haben wir ein Bier getrunken. Und dann ging es gut. Und das ist ein Heilmittel. Da haben wir beim Spanner einen Gin Tonic geholt und dann ging es mir gut. Was muss man denn sonst noch dabei haben, damit das Festival gut läuft? Ein Trichter. Und heute 18:30 Flunkyball. Das darf dann auch nicht fehlen. Ja. Ich würde jetzt sagen Bier, aber ich habe hier leider nur ein trauriges Radler in der Hand. Also, aber ja, so Bier macht schon leichter. Oropax nachts bei der Beschallung von unseren Nachbarn. Wie überlebt man noch? Ja, einfach gescheit feiern und am besten ja, nicht zu viel schlafen, weil dann will man nicht mehr rauskommen. Was muss mit aufs Festival? Also genug Bier auf jeden Fall, brauchst einen Ranzer halt, weil damit geht's auf jeden Fall. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, du brauchst gute Laune, das ist mein Tipp. Und dann kommt man 3 Tage hinweg? Ja, locker, also wenn du keine gute Laune hast, dann ist rum, weißt du, wie ich meine? Also du brauchst auf jeden Fall gut Laune. So, du kannst Zelte einpacken, du kannst dein Ding packen, aber du brauchst gut Laune. Weißt du, wie ich meine? Ja, so ist es. Was braucht man sonst? Da gibt es irgendein Gadget, das mit muss oder irgendein Gegenstand? Panzertape. Panzertape ist ganz klar. Man braucht immer Panzertape. Klar, wie sollte der Arm sonst halten? Man braucht das immer. Für Zelte, für alles, ja. Okay. Und besondere Ausrüstung braucht man da nicht. Also ist es selten egal, solange man das Panzertape und die gute Laune hat. Bier und Wasser tatsächlich. Vor allem Bier. Warm, kalt, als Tee, als. Mir ist mir egal. Bier halt. Survival-Tipps fürs Festival. Was muss mit, dass man die 3 Tage überlebt? Und was ist was, ohne dass für die auf dem Festival außer dem Hut nicht geht? Ja, eigentlich schon als möglich. Weil das, man braucht das nicht gerade viel. Aber was muss mit? Was ist jetzt das Erste, was reinfällt? Das muss ich aufs Festival mitnehmen. Ja, puh. Die eigene Zahnbürste ist schon ganz fein. Also wenn man die schon mal dabei hat, das ist cool. Der Rest kann man sich da organisieren eigentlich. Ich glaub, also auch kein Zelt braucht man. Na, Zelt, ich habe jetzt kein Zelt dabei. Aber wir hocken ja Rehe unter Dach.